Nightlife 4X, presented by Carlsberg. Hallo Freunde und viel Spaß bei Nightlife 4X mit schönen Bildern, interessanten News und das alles in knapp 30 Minuten. Hier sind unsere Themen. Das Pier 15 in Dresden ist unsere erste Station. Weiter geht's mit Moon Boutica im DJ-Profil. Das Café del Sol in Düsseldorf öffnete seine Pforten. Und auf vielfachen Wunsch gibt's noch einmal Fede Legrand im DJ-Profil. Pier 15 und Puro Beach, das sind wohl die Namen, die fallen, wenn es um erstklassiges Clublife in Dresden geht. Ob Pascha Party oder Beachlife vom Feinsten, hier seid ihr goldrichtig aufgehoben. Meine Lieben, heute wird es jung, wild und sexy. So beschreibt sich der Dresdner Club Pier 15 nämlich selber. Kein Wunder, denn hier wird regelmäßig die legendäre Pascha-Party gefeiert. Und dass der Club wirklich hält, was er verspricht, das zeigen wir euch jetzt. Wahrscheinlich, wo ist denn die Svenja jetzt gelandet? Ich bin leider nicht am Mittelmeer, auch wenn es so aussieht. Hier herrscht asiatisches, mediterranes und orientalisches Flair. Ich bin nämlich im Puro Beach, genau nebendran am Pier 15. Und hier kann man jeden Samstagabend genüsslich mitfeiern und chillen. Und alle weiteren Infos, die gibt es jetzt vom Veranstalter. Ja, und die versprochenen Informationen, die gibt es wie immer direkt aus erster Hand vom Betriebsleiter, der Gerd ist bei mir. Hallo Gerd. Hi Ben, hallo. Ja, wir sind ja im Pier 15, wunderschöner Club hier in Dresden. Wie kam es denn? Seit wann gibt es den Club? Wie kam es dazu, dass ihr genau hier den Club eröffnet habt? Ja, den Club gibt es jetzt seit 2005, wir sind jetzt im fünften Jahr. Und der Betreiber Christian von Kanal hat halt eine gute Idee gehabt und genau hier an der Elbe passt ja der Club gut dazu. Ja. Ja, und jetzt habt ihr nicht nur den Club hier, sondern ihr habt ja, wo wir jetzt hier auch gerade sitzen, einen wunderschönen Puro Beach hier, einen super Beachclub hier daneben gezaubert, der auch abends mit geöffnet ist, wenn ihr ganz normal Disco-Betrieb habt. Ja, korrekt. Wir haben täglich geöffnet, von Montag bis Freitag. Also der Beachbereich ist täglich von Montag bis Freitag geöffnet, von 11 bis Open End. Genau. Hier gibt es wirklich alles, wie ihr gerade schon gesehen habt. Volleyballfeld, Restaurant, Pool, Couchen zum Relaxen, ist eigentlich alles dabei. Ja, und samstags findet hier im Pier 15 im Prinzip der Disco-Abend statt. Ja, da habt ihr geöffnet, nicht freitags. Habt ihr auch vor Feiertagen auf, zu besonderen Terminen? Wir haben ab und an mal zu Vorfeiertagen auf, aber hauptsächlich an Samstagen. Und gibt es irgendwelche Besonderheiten, was ihr hier veranstaltet? Ich habe irgendwas von Pascha gehört. Und Ja, wir haben die Pascha-Party-Reihe hier. Alle 6 Wochen findet die regelmäßig statt. Ansonsten noch exklusive Events aus Berlin alle 4 Wochen und noch Sonderveranstaltungen am Wochenende. Wie würdest du das beschreiben? Was habt ihr hier für ein Publikum? Ist das eher ein schicker Laden oder ist das eher leger? Ja, der Laden ist sehr schick. Das Publikum gleicht sich dem Laden sehr schick an. Also schon eher Oberliga. Oh. Gibt es irgendwelche Besonderheiten demnächst? Gibt es irgendwelche besonderen Acts, die vielleicht mal kommen? Hast du da schon irgendeine Idee? Oder? Ja, wir haben am 1.5. das Beach Opening mit den Disco Boys und weiter Acts folgen. Okay, dann danke ich dir erstmal für die Information. Und wir schauen mal, wie es drin aussieht, denn inzwischen ist die Bude gerappelt voll und die Svenja ist bei euch unterwegs. Viel Spaß. Party in Miami.
ihr seid ja richtig gut drauf. Was ist denn das Besondere für euch hier am Pier 15? Die Musik, alles. Der Veranstalter ist geil, macht schon geile Partys in Berlin und alle 2 Monate hier einfach super. Die Musik ist einfach geil, ist einfach nur geil. Und auf was freust du dich heute Abend ganz besonders? Gibt es eine Besonderheit? Auf die kostenlosen Getränke. Ja, die Mädels hatten ja auch hier einen, also 111 Mädels hatten noch freien Eintritt. Habt ihr dazugehört? Ja, wir waren dabei! Ja! Und wie findest du die Connection zwischen einem Club und so einer Outside-Area wie hier, so unter freiem Himmel und Chill-Out? Ich finde es richtig passend, wenn man sich auch mal ausruhen will, mal was trinken will. Und auch drinnen, wenn man reingeht, kann man auch wirklich richtig gut Party machen und die Musik genießt man richtig. We like the music, the people, the atmosphere, everything. It's so good. Music and the people is so nice here. Ja, sie sagen, die Leute sind so nice hier. Also super nett, coole Musik, coole DJs. Also sogar die Mädels aus Spanien kommen her. Und chillen im Puro Beach. Was will man mehr? Schaut doch selber mal vorbei hier in Dresden. Es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Aber ich bin für heute raus. Schick euch einen dicken Kuss. Und bis ganz bald. Soweit. Knappe 30 Minuten Club und Party Power. Jetzt kann endlich auch gefeiert werden. Das wird so richtig der Knaller. Da muss man auf jeden Fall dabei sein. Hier geht's Schlag auf Schlag mit den ganzen Highlights. Ihr hört es selber, hier geht der Punk ab. Und das nicht ohne Grund, denn die Creme de la Creme der deutschen DJ-Szene gibt sich hier die Ehre. Ja, super. Letztes Jahr hast du geheiratet, wo ist der kleine Sven, ist ja schon in Planung. Erzähl doch mal, Johanna. Was soll ich sagen? Darüber spreche ich jetzt noch nicht, das werden wir sehen. Hallo, hier ist Loco Dice. Hi, I'm George Morel. Mein Name ist Markus Gardewig. Hi, everybody, I'm Fedele Grand. Hallo, hier ist Felix Gröcher. Und ihr schaut Nightlife 4X.